Der nächste Talk wird gehalten von Hanno Böck. Es geht um Wasserstoff jenseits des Hypes. Hanno ist ein Journalist und er schreibt über die Technologie, die wir haben, die uns helfen werden, die Probleme des Klimawandels heranzugehen über die nächsten Jahre hinweg. Also, vielen Dank, Hanno. Hallo. Ja, hallo. Wie gesagt, heute möchte ich über Wasserstoff sprechen und wie es möglicherweise genutzt wird als Lösung für unsere Emissionsprobleme. Also es gibt im Augenblick sehr viel Interesse an Wasserstoff als Klimalösung. Man könnte auch sagen, eine Menge Hype darum. Aber wenn man die ganze Geschichte etwas länger verfolgt hat, dann klingt das schon ziemlich, kommt einem das ziemlich bekannt vor. Denn die Idee einer Wasserstoffökonomie gab es schon in den 70ern, als ich noch nicht mal geboren wurde. Und dann macht es nochmal ziemlich viel Schlagzeilen in den frühen 2000ern, insbesondere in den USA. Da gab es einen ziemlichen Druck, Autos zu bauen, die von Wasserstoff angetrieben werden. Aber im Endeffekt kam aus den letzten beiden Hypes nicht viel raus im Ergebnis. Dennoch, es sieht im Augenblick so aus, als wäre das diesmal anders. Als wäre das Ganze deutlich realistischer diesmal. Also, im Augenblick gibt es in der EU und speziell in Deutschland von der politischen Seite einen ziemlichen Druck in diese Richtung zu gehen. Die EU hat eine Wasserstoff-Roadmap publiziert. Auch Deutschland hat eine Wasserstoffstrategie. Das ist einfach mal eine Zahl, die zeigt, dass sie ein ziemliches Interesse daran besteht, sie ernst machen. Die EU plant etwa 140 Milliarden Euro in entsprechende Projekte zu investieren über die nächsten Jahre hinweg. Das ist eine ziemlich beeindruckende Summe. Wasserstoff ist interessant, denn weil es uns helfen kann, die Emissionen in Sektoren runterzutreiben, die generell als sehr schwer gilt, entsprechende Emissionen runterzubringen. Aber darüber über die Zukunft sprechen, dann und wie Wasserstoff da unsere Klimaprobleme helfen zu lösen. Lassen wir mal einen Blick darauf werfen, wie Wasserstoff jetzt momentan schon verwendet wird. Es stellt sich nämlich heraus, dass die Wasserstoffherstellung, Wasserstoffverarbeitung eigentlich sogar ziemlich schmutzig ist. Im Augenblick wird Wasserstoff nämlich aus fossilen Brennstoffen hergestellt, mit Dampfreformation von Erdgas, von fossilen Gas also. Und es gibt ebenfalls Wasserstoff, der über die Kohlevergasung, Kohleheißvergasung und alles in allem ist also die Wasserstoffherstellung verantwortlich für etwa 2% aller CO2-Emissionen weltweit. Also keine wirklich riesige Summe, aber trotzdem eher ein Teil des Klimaproblems als der Klimalösung. Der überwiegende Teil an Wasserstoff wird im Wesentlichen in zwei Sektoren gebraucht. Zum einen in der Ammoniakherstellung, speziell in der Düngemittelherstellung. Das heißt, es ist wichtig für die Nahrungsversorgung. Und die andere Hauptanwendung ist die Entfernung von Schwefel in Ölraffinerien. Das ist also hoffentlich etwas, wo hoffentlich
in der Zukunft von abkommen können, weil wir nicht mehr so viel fossile Treibstoffe brauchen werden. Aber momentan sind wir noch da. Und im Moment brauchen diese beiden Hauptanwendungen praktisch alles an Wasserstoff. Alle anderen Wasserstoffanwendungen sind nicht mehr so wirklich, sind noch nicht wirklich relevant. Das kann sich aber in Zukunft ändern. Und lass uns also mal schauen, wie Wasserstoff eine Lösung für Klimaprobleme werden könnte. Was wir also wollen, ist eine sogenannte grüner Wasserstofftechnologie. Da wollen wir also elektrische Energie aus erneuerbaren Quellen verwenden, von Solarstrom, Windstrom, und mit Hilfe dieses Stroms Wasser zu elektrolysieren, Wasser aufzuteilen in Sauerstoff und Wasserstoff. In dem Bild, das ihr hier sehen könnt, das ist ein Elektrolyseur in Prenzlau, bei einer Firma namens Enertrack, der jetzt schon etwa 10 Jahre alt ist. Alles in allem ist es aber so, dass die Elektrolyse zu Wasserstoff nur in sehr, sehr geringem Umfang momentan stattfindet. Weniger als 1% des gesamten Weltherstellung Wasserstoff passiert auf diese Art und Weise. In der Zukunft dürfte der Anteil allerdings hoffentlich deutlich steigen. Da gibt es momentan sehr viele Investitionen. Also, was können wir machen und was sollen wir mit Wasserstoff machen? Also das Erste ist, was ist ziemlich wichtig, dass wir im Hinterkopf behalten sollten. Wenn wir also jetzt Elektrizität nutzen, um Wasser aufzuteilen, konvertieren wir die elektrische Energie in chemische Energie. Jede Konversion von Energie führt allerdings zu neuen Verlusten. Verluste in Form von Wärme, die dann weiter die Atmosphäre aufheizt. Also, wenn wir das irgendwie verhindern können, sollten wir das auch tun. Was wir daraus lernen sollten, ist, jedes Mal, wenn wir die Gelegenheit haben, Elektrizität direkt zu nutzen, anstatt erst Elektrizitätsverlustbehafteter zu verwenden, Wasser zu spalten und dann den Wasserstoff zurückzuspalten, sollten wir das tatsächlich auch so rum tun. Es geht also alles in allem nicht um Autos hier. Was merkwürdig ist, denn ziemlich viele Leute scheinen ziemlich aufgeregt zu sein, endlich Wasserstoffautos benutzen zu können, aber realistisch gesagt, das wird nicht kommen. Denn der Effizienzverlust mit dieser doppelten Konvertierung ist einfach viel zu hoch. Die Verluste sind einfach viel, viel höher, als wenn man direkt einen Akku verwenden würde. Was ich bemerkt habe, ist, immer wenn ich einen Artikel über Wasserstoff schreibe, dann gibt es praktisch immer eine Diskussion darüber, ob es Wasserstoffautos geben wird oder wie es mit Wasserstoffautos aussieht. Und ich muss dann immer betonen, darum geht es nicht. Denn praktisch nichts also Wasserstoff wird praktisch nicht verwendet werden. Es gibt allerdings Bereiche, wo es nicht einfach ist, Elektrizität direkt zu nutzen. Und da kann Wasserstoff eine sehr große Rolle spielen. Zum Beispiel die Stahlproduktion heutzutage. Was wir heutzutage haben, ist Eisenerz, und das ist also hauptsächlich Eisenoxid. Und wir haben einen Reduktionsprozess. Der aus dem Eisen, das eben mit Sauerstoff verbunden ist, den Sauerstoff herausbekommt. Und die Stahlindustrie ist zurzeit für etwa 8% der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich. Das ist also ziemlich viel. Diese Emissionen sind nicht nur Energieemissionen, sondern auch chemische durch diesen Reduktionsprozess. Und viele Firmen arbeiten heutzutage an einem Prozess, der direkt reduziertes Eisen heißt, und Wasserstoff wird hier als Reduktionsagent eingesetzt.
Hier wird wieder Erdgas als Quelle eingesetzt, sodass also wirklich eine Verbesserung ist, aber man könnte natürlich den Produktionsprozess verändern und eben Wasserstoff anstatt von Kohle verwenden. Das am weitesten fortgeschrittene Projekt ist eine Firma in Schweden, die bekannt gegeben hat, dass sie komplett auf diesen Prozess umschalten wollen in den nächsten Jahrzehnten, aber es gibt viele, die daran arbeiten. Ein weiterer Sektor, in dem Wasserstoff interessant als Option sein könnte, ist dieser gesamte Sektor von Chemikalien, insbesondere Kunststoffen. Kunststoffe sind üblicherweise aus Öl hergestellt, also alles im Grunde fossile Brennstoffe. Und etwas, was getan werden könnte, ist, dass man Wasserstoff benutzt hier und Kohlendioxid und dies dann in Methanol umwandelt. Dies wiederum kann als Basis für alle möglichen chemischen Prozesse genutzt werden, um Kunststoffe, aber auch andere Chemikalien herzustellen. So könnte also die Petrochemieindustrie dadurch abgelöst werden. Die Herausforderung hier ist, wo kriegt man das Kohlendioxid her? Man muss hier jetzt vorsichtig sein und sich anschauen, was genau die Projekte, die sich hier versuchen, tun wollen. Wir haben natürlich zu viel Kohlendioxid. Wir müssen also nur zum nächsten Kohlekraftwerk gehen, könnte man sagen, und dort das CO2 abziehen und dann Methan daraus herstellen. Aber dann, was man dann am Ende produziert, wird dann letztendlich wohl wieder in einer Verbrennungsanlage landen und genau dieselben CO2-Emissionen wieder auslösen. Man möchte nicht auf keinen Fall etwas tun, was einen Anreiz schafft, Kohlenkraftwerke weiter zu betreiben. Eine andere Idee wäre, als direkt aus der Luft das CO2 zu gewinnen, aber das braucht leider sehr viel Energie, sehr viel Strom. Und diese Idee, also Wasserstoff zur Chemikalienherstellung zu benutzen, ist möglich, aber braucht viel Energie und ist deswegen ziemlich teuer. Eine interessante Anwendung ist die Produktion von Ammoniak. Und Ammoniak wird tatsächlich jetzt schon aus Wasserstoff hergestellt. Und zwar aus fossilem Wasserstoff. Man braucht auch Stickstoff. Das ist natürlich der Hauptbestandteil der Luft. Da muss man sich keine Sorgen machen. Aber es ist jetzt ein sehr offensichtlicher Schritt, das den fossilen Wasserstoff mit grünem Wasserstoff, durch grünen Wasserstoff zu ersetzen. Es wird aber auch diskutiert, ob Ammoniak als ein Brennstoff genutzt werden könnte. Und ein Sektor, in dem das besonders angeschaut wird, ist die Schiffsbranche. Große Containerschiffe haben zurzeit keine wirklich gute Lösung, um auf erneuerbaren Energien betrieben zu werden. Aber Ammoniak wird als eine Lösung diskutiert. Im Gegensatz zu anderen Methoden wie Methanol, das auch benutzt werden könnte, hat man hier das Problem, das Kohlendioxid zur Methanolherstellung zu gewinnen, während für Ammoniak kein Kohlenstoffatom gebraucht wird und also auch, denn Ammoniak ist im Wesentlichen Stickstoff und Wasserstoff. Dies ist also interessant, weil dann kein CO2 benötigt wird. Und es gibt viele andere Punkte, bei denen Wasserstoff eine Rolle spielen könnte. Die Luftfahrt zum Beispiel. Vielleicht habt ihr gehört, dass es Bekanntmachungen gab von Airbus, Ankündigungen, dass sie wasserstoffgetriebene Flugzeuge entwickeln wollen. Das ist also für Kurz- bis Mittelstrecken eine Option. Man kann natürlich auch die Luftfahrt insgesamt zurückdrängen, aber es wird immer noch einen Bedarf geben. Wasserstoff ist vielleicht in der Schifffahrtsbranche eine Option, aber kleinere Schiffe werden vielleicht eher auf Elektroantrieb umschalten, aber die größeren, besonders die Containerschiffe, könnten vielleicht Ammoniak verwenden. Es ist nicht klar, ob es einen Zwischenraum gibt zwischen diesen beiden, in dem Wasserstoff die Option sein könnte.
Jetzt geht es als offensichtlich um Lastfahrzeuge und Busse, aber es gibt wieder Audioprobleme. Es scheint auch hier in die Richtung der elektrischen Antriebe und Batterien zu gehen. Es ist also nicht klar, dass das passiert. Dann kann man all das tun, was als E-Treibstoffe beschrieben wird. Also Diesel oder Kerosin könnte aus Wasserstoff hergestellt werden, aber die Probleme sind hier wieder ähnlich wie vorher beim Methanol. Es wird CO2 gebraucht und um das zu bekommen, ist sehr ineffizient und sehr teuer, sodass also wahrscheinlich nur in wenigen Sektoren benutzt wird. Also Langstreckenflüge vielleicht. Außerdem könnte Wasserstoff zum Heizen verwendet werden, zur Wärmeerzeugung in der Industrie, aber auch in Häusern. Aber es ist fraglich, ob das eine gute Idee ist, denn hier kann fast immer Elektrizität direkt benutzt werden und das ist wohl effizienter. Dann gibt es auch die ganze Diskussion um das Speichern von Wärme. Man könnte also überflüssige erneuerbare Energie nutzen, wenn es zu viel Energie gibt, und damit Wasserstoff erzeugen. Und dann, besonders in Winterzeiten, wenn vielleicht nicht viel Wind und nicht viel Sonne vorhanden ist und ein extra Bedarf von Elektrizität besteht, dann könnte dieser Wasserstoff verwendet werden zur Elektrizitätserzeugung. Das Problem hier ist auch, dass das sehr teuer ist, insbesondere weil hier angenommen wird, dass wir Reservekapazitäten haben für die Stromerzeugung mit Wasserstoff, die nicht dauernd genutzt werden. Wir brauchen tatsächlich irgendwelche Speicheroptionen für Strom, aber eher Langfristspeicheroptionen. Und dies ist eher etwas, wo man vielleicht Alternativen anschauen möchte, bevor man zu Wasserstoff greift. Eine wichtige Erkenntnis hier ist, dass der Maßstab hier enorm ist. Zurzeit haben wir fast keinen grünen Wasserstoff und wir müssen dies auf massive Größen skalieren. Einige Zahlen hierzu für Deutschland aus der deutschen Wasserstoffstrategie. Zurzeit haben wir 55 Terawattstunden von Wasserstoff, der pro Jahr genutzt wird. Hauptsächlich für Ammoniak und für Raffinerien. Wenn wir Stahl zu Wasserstoff umwandeln, die Stahlproduktion auf Wasserstoff umstellen wollen, dann brauchen wir wohl 80 Terawattstunden im Jahr 2050. Die gesamte Erzeugung von erneuerbarer elektrischer Energie im Jahr 2019, das sind die letzten Zahlen, die wir haben, die aktuellsten, beträgt 251 Terawattstunden. Wenn wir nun die Konversionsverluste zum Beispiel für die Ammoniakherstellung, für die Schifffahrt hinzufügen, dann, die sind zurzeit etwa bei 20%, die vielleicht auf 10% gedrückt werden könnten. Und so könnten wir das dann vielleicht eben auf 10% drücken. Aber insgesamt gibt es einen sehr großen Bedarf von Ausweitung und Erhöhung der Produktion. Also, es wird also erheblich mehr erneuerbare Energie benötigt. Das ist also die Schlüsselbotschaft von dem Ganzen hier. Und ich finde es manchmal etwas merkwürdig, etwas komisch, wenn man in dem speziell von konservatorischen politischen Kreisen hört, dass Wasserstoff praktisch die Lösung überhaupt ist für alle Probleme, die aber dann sehr starken Widerstand leisten, wenn es um den Ausbau der erneuerbaren Energien geht. Denn die werden dafür benötigt. Das heißt also für Länder wie zum Beispiel Deutschland, was ziemlich dicht besiedelt ist und es gibt relativ wenig freie Flächen, heißt das, dass wir Wasserstoff importieren müssen.
Das bringt uns einer interessanten Frage, denn Wasserstoff ist eigentlich sehr schwer zu transportieren. Wenn man es zum Beispiel per Schiff transportieren möchte, muss man es erst sehr stark komprimieren, was sehr viel zusätzliche Energie benötigt. Und das heißt, die Frage im Endeffekt, wollen wir jetzt tatsächlich rein Wasserstoff importieren oder wollen wir stattdessen etwas importieren, was aus Wasserstoff hergestellt wurde, wie zum Beispiel Ammoniak? Wenn man also beispielsweise Ammoniak irgendwo herstellen würde, wo es sehr viele erneuerbare Energien gibt und das Ganze dann verschiffen würde, das wäre möglicherweise eine bessere Lösung, weil wir auch sowieso Ammoniak nutzen, zum Beispiel für die Düngemittelherstellung. Und was das sehr gut einfängt hier, meiner Ansicht nach, ist, ein Molekül von Ammoniak enthält mehr Wasserstoff, mehr Wasserstoffatome als ein Molekül von Wasserstoff selbst, H2. Das heißt, wenn man es nicht, wenn man mal von Komprimierung und Kompression absieht, ist Ammoniak ein sehr viel effizienteres Transportmedium als Wasserstoff selbst. Was natürlich auch interessant hier sind die Kosten. Denn im Augenblick, zur jetzigen Zeit, ist grüner Wasserstoff deutlich teurer als fossiler Wasserstoff. Was halt der Grund ist, dafür ist, dass es so selten grün hergestellt wird. Wenn wir also billigeren grünen Wasserstoff wollen, dann brauchen wir im Endeffekt billige erneuerbare Energien und wir wissen bereits, dass bereits jetzt Solarenergie und Windenergie erheblich billiger ist als noch vor ein paar Jahren und es wird immer billiger. Das heißt, das besorgt mich jetzt nicht besonders, das kriegen wir schon hin. Wir brauchen allerdings auch billige Elektrolyseure, also billige Maschinen, die Wasser zu Wasserstoff umwandeln. Schlüssel ist hier, Technologie wird billiger, wenn man sie skaliert. Solarenergie ist zum Beispiel billiger geworden, dadurch, dass wir einfach viel mehr davon verwendet haben. Und ich denke, dass wir sollten hier nochmal wirklich auf Windenergie und Solarenergie schauen, denn das sind praktisch die Erfolgsgeschichten in dem Bereich. Die wurden billig dadurch, dass einige Länder angefangen haben, in großem Maßstab Windenergie und Solarenergie zu installieren, zu einem Zeitpunkt, wo sie noch nicht preislich konkurrenzfähig waren. Wir haben also in Deutschland zum Beispiel das Erneuerbare Energien Gesetz, das auf die Elektrizitätspreise umlegt, aber jemand muss das halt bezahlen. Und ich glaube, das ist der Schlüssel, eine der Schlüsselbotschaften hier. Dass eine der Dinge, die jetzt als allernächstes passieren müssen, ist also, dass wir mehr Elektrolyseure bauen müssen hier. Und denn wir müssen anfangen, sie zu bauen und dann, wenn wir das in großem Maßstab machen, werden auch die Preise runtergehen. Als letztes möchte ich ein bisschen drüber reden, über etwas Interessantes in dem Bereich, wo der Bereich in der Industrie gerade hingeht. Also einer der Gründe, warum diese Diskussion momentan so hochkocht, ist, dass die Erdgasindustrie sehr stark in dem Bereich lobbyiert und die Entscheidung beeinflussen möchte. Es gibt mehrere Organisationen, die im Wesentlichen aus Firmen der Erdgasindustrie bestehen, die versuchen, diese Diskussion so zu formen, wie sie gerne führen würden. Im Augenblick ist die Herstellung von Wasserstoff basiert im Wesentlichen auf Erdgas. Wenn also im Augenblick jemand sagt, wir haben jetzt hier dieses Projekt mit Wasserstoff, zum Beispiel einen Zug anzutreiben oder wie auch immer, dann geht es hier im Wesentlichen nicht um grünen Wasserstoff, sondern um fossilen Wasserstoff. Es gibt zum Beispiel auch ein paar Wasserstofftankstellen in Deutschland, ein paar weniger, aber was man da im Wesentlichen kauft, ist fossiler Wasserstoff. Und offensichtlich macht das als Klimalösung definitiv keinen Sinn. Es gibt auch die zwei Ideen in der Industrie, zwei Konzepte in der Industrie, um saubereren fossilen Wasserstoff herzustellen, der aber immer noch auf Erdgas basiert. Eine dieser Optionen wird blauer Wasserstoff genannt.
Der wird also immer noch wie vorher über Dampfreformation hergestellt. Aber man als Basissubstanz nutzt man CO2-Emissionen, die praktisch da aufgefangen wurden, wo sie entstanden sind, beispielsweise in einem Kraftwerk, und die dann dafür zu verwenden. Und die andere Methode ist Methanpyrolyse, wo Methan aufgespalten wird in Wasserstoff und puren Kohlenstoff. Und diese beiden Prozesse heißen klar, dass wir wohl kaum mit Null Emissionen hinkommen werden. Man braucht dafür reines Erdgas. Das heißt, wir müssen es fördern, wir müssen dafür die Bohrungen machen, wir müssen es transportieren, wir müssen es in Pipelines transportieren, die möglicherweise Lecks haben, und Methan selbst ist bereits ein starkes Treibhausgas. Und die üblichen Wirtschaftlichkeitsberechnungen, die Umweltberechnungen dafür schauen normalerweise nicht auf die Gesamtemissionen in diesem Prozess, sondern nur auf einzelne Teile. Und in Summe sind diese Prozesse nicht viel weniger schädlich als die bisherigen Verfahren, als die rein fossilen Verfahren. Die andere interessante Sache, die man momentan beobachten kann, ist, dass die Erdgasindustrie jetzt einen ziemlichen Druck macht im Hinblick auf die Heizung von Wohnhäusern. Und praktisch schlagen vor, dass man da allmählich von Erdgas auf Wasserstoff umsteigt, teilweise mit einem Zwischenschritt, dass man Wasserstoff zumischt. Und in Summe kann man sagen, ergibt nicht besonders viel Sinn, denn Wärmepumpen sind mittlerweile auch sehr, sehr effizient geworden. Man kann also mittlerweile im Bereich der Wohnbebauung einen Großteil des Heizbedarfs über Wärmepumpen nutzen. Die Frage ist also, warum schauen Sie sich das an? Warum gibt es da so viel Druck dafür? Und der Hauptgrund dafür dürfte sein, dass wir ein Erdgasnetz haben, ein Erdgasversorgungsnetz. Wir haben die große Pipelines, wie wir hier auf dem linken Bild sehen, hier die Eugal-Pipeline in Brandenburg. Aber es gibt auch die kleineren Rohrnetze hier bei der Hausversorgung hier auf der rechten Seite zu sehen. Das heißt, es ist also ein riesiges vorhandenes Infrastrukturnetzwerk. Wenn die Welt jetzt also ernst macht im Bereich Klimawandel, dann wird ein Großteil des momentanen Erdgasnetzes wertlos, überflüssig. Das mag einem nicht gefallen. Man fragt sich vielleicht, was kann man damit in Zukunft machen? Und das ist vermutlich, wo momentan der ganze Druck herkommt, die Wärmeversorgung für Privatanwender darauf umzustellen. Denn die Industrie hofft, dieses Rohrleitungsnetz für Wasserstoff weiterzuverwenden. Also, versteht mich nicht falsch, es ist natürlich grundsätzlich eine gute Sache, dass wir die existierende Infrastruktur weiter nutzen für Wasserstoff, wo man uns tatsächlich benötigt. Aber wenn man ein Szenario schaut, kein allzu unwahrscheinliches, wo Wasserstoff im Wesentlichen in der Industrie verwendet wird, für industrielle Zwecke, dann braucht es trotzdem kein großes Erdgasnetz. Und man braucht ganz definitiv kein Netz, das praktisch in die Wohnbebauung reingeht. Man braucht das Netzwerk zu der Herstellung, zu den Elektrolyseuren, man braucht es zu den Industrieverbrauchern, aber man braucht es nicht in die Fläche. Also alles in allem. Wenn man Wasserstoff sinnvoll und klug verwenden will, dann braucht es dieses Großteil dieses Netzes nicht mehr. Also, um es also zusammenzufassen, es sieht also so aus, als würde ein Wasserstoffboom bald kommen, das stünde vor der Tür. In einigen Bereichen brauchen wir den, aber wir sollten ihn klug nutzen und nur in den Sektoren, in denen wir keine bessere Alternative haben. Eine kurze Ankündigung. Heute Abend habe ich eine Frage- und Antwort-Session in Kooperation mit den Hackern gegen Klimawandel.
Wir können darüber sprechen, wir können auch über andere Fragen sprechen im Bereich, wie man die gesamte Industrie dahin bewegen kann, erneuerbare Energien zu nutzen, saubere Technik zu nutzen. Der Link ist im Debug-Wiki. Das war also jetzt der Talk. Vielen Dank. Und jetzt ist Zeit für ein paar Fragen. Ja, vielen Dank. Das war sehr interessant. Und ich denke, wir haben deutlich und kurz gezeigt bekommen, dass die Dinge mal wieder sehr viel komplizierter sind, als man es vielleicht erstmal sehen möchte. Ja, wir haben Fragen im Pad. Wenn ihr auf den Fahrplan geht und dann den Link zu diesem Talk aufmacht, dann findet ihr dort einen Link zum Fragenpad, wo ihr immer noch Fragen stellen könnt. Fangen wir mit einer interessanten Frage an. Ist dieser Claim, dass Erdgas, dieser Claim, dass das Erdgas natürliches Gas ist, ist es nicht nur eine Art Greenwashing? Auf Englisch heißt Erdgas Natural Gas. Ja, well, naja, es geht tatsächlich hier, ist eine Frage der Terminologie. Das ist aber der Begriff, der benutzt wird, manchmal wird auch fossiles Gas als Begriff benutzt, Fossil Gas. Ist ein bisschen schwierig, wenn man eine etablierte Terminologie hat, das dann umzustellen. Aber generell ist es tatsächlich ein Problem, dass Gas einen recht guten Ruf hat, weil es lange Zeit als besser als Kohle gepusht wurde, besser als Öl. Und heute merken wir, ja, das ist vielleicht wahr, aber es ist noch nicht gut genug. Ja, also der englische Begriff Natural Gas ist ein Problem. Eine Frage, die vielleicht schon besprochen worden ist, aber vielleicht hast du noch mehr. Und es geht um die wasserstoffbetriebenen Häuser, also Energieherstellung in Häusern durch Wasserstoff. Was ist die Meinung da? Ich habe da keine Zahlen zu im Moment im Kopf. Wir haben bereits ein Elektrizitätsnetz. Also Elektrizität ist bereits in den Häusern vorhanden. Wenn es um Heizen geht, kann man Wärmepumpen benutzen und also die Energie erst entweder von der Außenwelt oder vom Erdboden nutzen und dann hat man tatsächlich mehr als 100% Effizienz effektiv. Ich kann hier keine direkten Zahlen sagen, aber das ist es ungefähr. Eine lange Frage. Ich denke, ich lese es einfach mal vor. Viele Akteurinnen in der Politik versuchen, Wasserstoff zu pushen in Autos als einen Wettbewerber, als eine Alternative zu BEVs, also elektrischen Autos, als Technologieoffenheit. Und einige sagen sogar, dass man das Wasserstoff ein Mittel sei, um die Verbrennungsmaschine am Leben zu halten. Ist das einfach Falschinformation oder gibt es hier eine tiefere Agenda dahinter? Naja, also Wasserstoffautos sind tatsächlich nicht Verbrennungsmaschinen. Da werden Brennstoffzellen eingesetzt, das sind also letztlich Elektroautos, nur dass die Elektrizität durch Konvertierung aus Wasserstoff hergestellt wird. Theoretisch könnte man natürlich auch Verbrennungsmotoren mit Wasserstoff betreiben, aber niemand versucht das. Das ist reine Fantasie, das gibt es nicht. Ja, ich denke, das ist, glaube ich, eine häufige Diskussion in Deutschland. Denn der Eindruck besteht hier, dass wir eine große Autoindustrie haben und deswegen sehr viel Wissen über Verbrennungsmotoren. Und das ist auch drin in dieser Diskussion über E-Treibstoffe. Aber es ist nicht plausibel von einem Effizienzstandpunkt her. Und von der Menge von Strom, die man bräuchte, ist es nicht sinnvoll oder nicht denkbar, dass das klappt. Wir brauchen viel Elektrizität in der Zukunft, als allgemeine Bemerkung. Und wir können es einfach uns nicht leisten, hier weitere Ineffizienzen einzuführen. Ich denke aber auch, dass diese Diskussion über Technologieoffenheit tatsächlich auch verschwinden wird. Das scheint für mich
gerade etwas zu sein, wo Politiker aus der konservativen und der sogenannten liberalen Ecke irgendwelche Punkte setzen wollen und sich absetzen wollen von den anderen, aber nein. Glaubst du, dass diese ganze Diskussion profitieren könnte von durch mehr Informationen, Aufklärung für alle, sodass wir uns mit diesen Technologien besser auskennen zu einem frühen Zeitpunkt? Das ist natürlich das, was ich gerade versuche, ja. Natürlich. Mehr Information ist hoffentlich etwas Gutes. Und ich denke oft, dass diese Diskussion um die Autoindustrie sehr beschränkte Perspektive ist. Und also es wird über Bergbau gesprochen, aber niemand spricht über den Bergbaueffekt die Bergbauauswirkungen bei der Ölindustrie. Es gibt jetzt hier Fragen, die gerade frisch eingetippt werden. Wenn du einen Wunsch frei hättest, was wäre das? In diesem Sektor denke ich, dass wir diese Elektrolyseure bauten sollten. Das wäre der nächste Schritt. Und das in großem Maßstab. Vor einigen Tagen gab es eine dänische Firma, die sagte, dass sie 1 Gigawatt Elektrolyseurkapazität in den Niederlanden aufbauen wollen. Das ist die Art von Projekte, die ich gerne jetzt sehen würde. Ich weiß nicht, ob ich die Frage im Pad richtig verstehe, aber vielleicht können wir das zusammen herauskriegen. Wann sollen Batterien anstelle von Wasserstoff in Fahrzeugen, die sich nicht am Netz befinden, benutzt werden? Also warum zum Beispiel für Langstreckenflüge? Ja, es geht tatsächlich um Mittelstrecken. Die Batterien sind für Flüge, die mehr als einige 100 Kilometer sind, einfach zu schwer. Es gibt also einige Bemühungen, hier Batterien einzusetzen für Flüge, aber das werden wahrscheinlich kleine und Kurzstreckenflüge sein. Und die Energiedichte ist einfach immer noch geringer als bei normalen konventionellen Treibstoffen. Wir müssen also einfach abwarten, auf welche Bewegungsformen das passt. Wir können einfach diese Batterien nicht auf einem Langstreckenflug transportieren. Die sind zu schwer. Und das könnte sich vielleicht ändern, wenn sich die Batterietechnik entwickelt. Ja, aber es gibt Grenzen. Selbst wenn man den 10-fachen Effizienzgewinn sich überlegt, vorstellt, gibt es immer noch dadurch, kriegt man dich dadurch noch nicht über den Atlantik. Aber selbst Wasserstoffflugzeuge würden euch nicht über den Atlantik bringen. Also das ist wirklich eine Herausforderung. Ich habe einen Artikel im letzten Jahr dazu geschrieben. Ich denke, dieser Punkt, dass es Grenzen gibt, das sollte tatsächlich mehr ins Bewusstsein in der Politik und anderswo gelangen. Die Diskussion bewegt sich gerade in bestimmte Richtungen. Wenn man sich diese Luftfahrtgeschichte anschaut, man muss eigentlich zu dem Schluss kommen, dass es keine Technik gibt, die man einfach durch Wasserstoff, wo man einfach in den aktuellen Flugzeugen was austauschen kann und dann so weitermachen wie bisher. Der Maßstab ist einfach zu groß. Wir würden dann mehr Elektrizität nutzen, als insgesamt heutzutage hergestellt wird, nur um Flugzeuge anzutreiben. Also wir müssen in diesem sehr schwierigen Sektor auch über Reduktion sprechen. Eine letzte Frage kommt gerade herein. Warten wir mal, ob das fertig wird. Eine Erinnerung vielleicht für die eine Erinnerung an die selbstorganisierte Session heute Abend. Sprecht mit Hanno. Es ist ein tolles Thema, denke ich, um
die Diskussion, dass wir im Fokus behalten sollten. Hanno, wie hast du dieses Thema für dich ausgewählt? Ich habe einfach bemerkt, dass immer wenn ich über Wasserstoff schreibe, gibt es sehr viel Interesse. Das scheint also etwas zu sein, was Leute gerne besprechen wollen. Die Frage ist, sind nicht Wasserdampfemissionen in großer Höhe auch klimawirksam im Sinne von Treibhausgasen? Ja. Wenn man Wasserstoff in der Luftfahrt nutzt, ist das ein Problem, ja? Wir reden hier über Technik, die noch gar nicht existiert. Vielleicht ist es möglich, den Wasserdampf irgendwie aufzufangen und das Wasser vielleicht im Flugzeug dann mitzuführen. Aber ein großes Problem hier ist, dass es eine Menge Unsicherheit gibt. Es gibt einen Bericht aus einem EU-Forschungsprojekt, in dem es heißt, dass die Emissionen der Luftfahrt etwa 3-7%, also wir haben eine Bandbreite von mehr als 100% einer Unsicherheit, weil wir wirklich nicht wissen, wie groß diese Wasserdampfemissionen sind. Es ist sehr schwer, die zu modellieren. Also etwas, was klar ist, ist, dass es diese Emissionen gibt, aber wir wissen nicht, wie groß das Problem ist. Okay. Aber wir haben also kurz gesagt noch eine Menge zu tun. Hanno, vielen Dank. Wir sind leider, haben leider keine Zeit mehr. Es gibt also noch die selbstorganisierte Session am Abend. Und wie finden wir die Artikel, die du geschrieben hast? Über dieses Thema, geht auf meine Website, dort findet ihr eine Liste. Die meisten Artikel sind auf Deutsch. Ja, hier ist die Adresse. Okay, nochmal danke und habt ein wunderbares DIVOC. Danke.